So, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier zum 24-Stunden-Stream-Ankündigungsvideo. Und zwar wird der jetzt an dem Wochenende vom Samstag, den 12. bis Sonntag, den 13. gehen. Ich werde etwa zwischen 10 und 11 Uhr am Morgen starten. Wie gewohnt natürlich auf YouTube und auf Twitch. Und es wird eine kleine Neuerung bezüglich Twitch geben. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr den Mobot, sondern wir haben den Nightbot. Das heißt, ihr könnt auch ab sofort mit Spotify Songs requesten. Wurde des Öfteren ja schon erwähnt, dass der Mobot immer ein bisschen, ein bisschen seine Tage hat, sagen wir mal so. Und wir haben einiges vor, kann ich euch versprechen. Wir werden einerseits hier auf unserer Spaßmap weiterbauen, denn da hat der Yoshi einen kleinen Wunsch geäußert und da habe ich auch schon ein bisschen vorbereitet alles, denn im Wochenende, besser gesagt am Samstag, ist anscheinend auch der Release der S-Bahn 4.23.4.22 und würde mich natürlich riesig freuen, wenn das klappen würde, wenn die wirklich dann an dem Wochenende, wo der Livestream ist, rauskommen würde. Das wäre der absolute Hammer. Aber wie gesagt, ich kann es mal kurz zeigen, ich habe hier hinten den Berg deutlich kleiner gemacht. Ich habe hier eine riesige ebene Fläche gebaut, hier ist noch ein Einebner. Was aber hier hinkommt, möchte ich noch nicht wirklich verraten. Es wird mich viele Nerven kosten. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Und mit Glück werden wir eine neue Schönbau- und Nachbaukarte starten. Und zwar Bereich Mannheim. Heidelberg, da war ich jetzt letztes Wochenende und ich muss sagen, das gefällt mir dort dann doch schon ziemlich gut und es wird auch ziemlich interessant, weil da ist ziemlich Verkehr, es sind große Bahnhöfe, 10-gleisig und ich glaube 12-gleisig und da werden wir mit Glück reinschauen und wir werden natürlich hauptsächlich Transportfieber spielen, gegen Ende wird es sicherlich auch mal nochmal Train Simulator sein oder des Weiteren. Aber da werdet ihr dann an dem Tag des Livestreams natürlich mehr erfahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Die Links unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Typisch Livestream, mein Gott. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, tschüss, bis zum Samstag.